Polizei und Feuerwehr waren am Donnerstagabend zu einem Brand im Gut Neumarkt am Ziegelweg im Einsatz. Dort stand eine Lagerhalle in Flammen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf über 100.000 Euro. In der Halle waren 800 quadratische Strohballen sowie landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge untergebracht. Von diesen Geräten und Fahrzeugen konnten bis auf einen Anhänger und zwei Arbeitsmaschinen alle vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden. Das Dach der Lagerhalle ist teilweise eingestürzt, Personen kamen Gott sei Dank nicht zu Schaden. Die freiwilligen Feuerwehren Neumark, Reichenbach, Beiersdorf und Schönbach waren mit insgesamt 80 Kameraden im Einsatz. Die Brandursachenermittler der Kripo Zwickau haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.